Champagner? Champagner Black gibt es ja hoffentlich bald wieder zu Black Friday. Kann ich nur empfehlen, wer reincashen will, der sollte da reincashen. Aber auch nur, wenn sie wiederkommt. Das bauen wir mal ganz schnell um. Das machen wir mal so. Toll wird die Sekundäre damit. Ich schmeiße mich über mich. Der Vergangenheitskrater macht manchmal sehr merkwürdige Sachen. Sehr merkwürdige Sachen. So. Charles Henry Honor. So, geskillt, komplett auf Überleben. Go! Marlboro, Jean-Bart und Siegfried. Geile TV. Danke, hatte nicht mit den Kreuzern schon viel Spaß. Dann ziehe ich die Schlachtschiffreihe mal durch dort. Na, viel Spaß dabei. Würde gefallen. Die Franzosen spielen sich auf den höheren Stufen ähnlich wie die Amis. Spitz zum Gegner hin und gib ihm. Funktioniert wunderbar. Kann auch eine ähnliche Zicke sein. So Alsace und Iowa vergleichst. Ist ähnlich. Dazu mal gegen... Oh, wir haben die Hannover. Oh, da sitzt aber der Saphir drin. Da guck mal einer an. Das ist einer der wenigen, der uns eine... War das er? Ich glaube, das war er, der uns eine 400k-Runde geschickt hatte. Mit seiner... War das auch die Hannover damals? Hannover oder Neapel ist eins von beiden. Na, hoffen wir mal, dass er hier eine weitere macht. Give me freedom or give me death. Hoffen wir mal. So, Kurz Hubert, dafür ab 20 Monate. Und Chris Martin, dafür ab 12 Monate schon. Das Jahr ist voll. Dankeschön dafür. Auf noch viele weitere Jahre hier zusammen. Und bei der Repo klappt das nicht so mit dem Frontalschießen. Nee, darum sage ich, die Republik nachher ist was komplett anderes. Das ist das, was mich daran stört. Letzte Fire Rain. Oh yeah! Das Ding gerade. Eine Möwe im Bild. What the fuck? Ja, die war ja gigantisch da oben eben. Ja, so, du fährst. Nice. Puerto Rico kommt hier schon rüber. So. Erstmal HE geladen. Perfekt. Wir werden jetzt erstmal dieses Ekel-Jean-Bart-Gameplay. Sprich, wir lassen HE erstmal geladen. Alles, was kommt, wird erstmal runtergefackelt bis zum geht nicht mehr. Müssen wir bloß hoffen, dass hier ordentlich gespottet wird. Prototyp, ich glaube, die Yogumo will an dir vorbei. Mich deucht es. Und irgendwie lässt die Yogumo den Cap in Ruhe. Ah. Das ist wieder so eine spezielle Runde. Wir haben bloß ein DD. Was? Cap. Hallöchen, Sojus. Irgendwo da. Wieder spotted. Hui. Hallöchen, Sojus, Sojus. Yogumo lässt sich nicht beirren. Fährt einfach weiter. Hä? Immer noch offen. Nicht mehr offen. Sauber. Der fährt eiskalt da durch. Alter. Warum? Jetzt übrigens auch ein schönerer Up hier, Moment. Warum? Wieso? Weshalb? Warum, Yogumo? Warum? Ja, dann fahr ich mal cappen. Ein Dover muss cappen fahren, sonst haben wir gleich einen Riesenpower. Smolenz ist da drin. Ist ja widerlich. Na. Au. Bei 8. Ist okay. Schmutzlenz. Ja, die ist hier, das ist hier sehr unangenehm. Mich auch wundert ist, dass ich die ganze Zeit im Spotted Wild geschossen habe. Oder läufst du da drüben? Probier's mal nochmal, ohne aufzugehen. Jetzt klappt's nämlich. Perfekt. Muss mich echt die Uderläufer schon gespottet haben oder wer auch immer. Booster down. Scheiße, geil. Boah, 10.000 mit HE. Was eine Salve. Mit HE. Boah! Okay, Saphir, alles klar. Lass uns bitte was übrig. Ich freue mich über 10k, der drückt erstmal das ganze Schiff weg. Okay. Hannover, kranker Scheiß. Oh yeah. Smolle. Irgendwo da ist er.
Ah, nochmal zurückgesetzt. 4 Treffer sogar. Was habe ich? 10.000 Damage gemacht? Yeah. Oh Gott, das ist dazu. Ich habe Scheiße gemacht. Ich habe Scheiße gemacht. Oh Gott. Der hat schon drauf gewartet, dass ich da rumkomme. Oh. Au. 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 Wieder unsichtbar. Wir hauen hier ganz schnell ab. Oh Gott, selbst die Uda läuft von der Seite. Oh. Au. Au. Au, au. Das tut weh. Das waren Schmerzen. Rumoda ist in Smolensk, genau neben dir, der hat Hydro, das weißt du hoffentlich. Sag mir bitte, dass du das weißt. Rumoda ist in Smolensk, der hat Hydro, der ist genau vor dir jetzt. Versucht er gerade abzuhauen. Der versucht doch echt gerade abzuhauen. Rumoda ist offen. Okay. Okay. Oh, Batterie nach Ladebooster. Da ist er wieder. Shit, hätte ich mal noch kurz gewartet. Jumo rast da richtig der Smolensk hinterher. Ist ja Wahnsinn. Der hat Eier. Der ist gleich tot, eins von beiden. Ist gleich tot. Was macht er denn da, Alter? Oh, Jumo. Der hat Eier. Was? Prototyp auch schon down? Nein! Okay. Oh, das lassen wir jetzt mal so stehen. Lob hat er sicher. Ja, vom ganzen Team. Lob hat er sicher. Warum auch nicht? Hat er doch gut gemacht. Wurde auch down. Cool! Unsere beiden Stealth-Schiffe sind jetzt schon down. Ah, oh, zwei. Oh. 17.000 frontal. Gott, geh dich verbuddeln, ey. Au, 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 au. Wäre jetzt ein schöner AP-Moment gewesen. Alter, die Satsuma, die ist aber auch auf einem ganz anderen Level. Holy shit. Der Fee ist hier schon so eine kranke Jobar und die Satsuma kloppt ihr frontal ein Fünftel Schiff weg. Ein Viertel Schiff weg, Alter. So, jetzt unsichtbar bleiben. Da haben andere Spieler jedes Recht im Chat zu meckern. Das auf jeden Fall. Yugumo hat halt alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Da war ja keinerlei Grundverständnis dafür da. Smolensk, eines der schlimmsten, gefährlichsten Schiffe auf T10 gegen Zerstörer. Und er hat ja aktiv versucht, ihn gerade anzugreifen. Er ist ihm ja hinterhergefahren. Der wollte ja ran an die Smolensk. Als ob er sterben wollte, als ob er gar nicht den besiegen wollte. Getorbt hatte er, glaube ich, auch nicht. Es sah fast so aus, als ob er da hinfahren wollte, um ihn mit Geschützen anzugreifen. Hört sich komisch an, aber klingt auch komisch. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Oh, da brennt es wieder. Tut mir fast leid. Tut mir fast leid, du OP-Schiff. Tut mir fast leid. Ja. Schmutzlensk, ist klar. Schade, nicht nochmal abgefackelt. Hätte er klappen können. Oh Gott, nee, der ist viel tiefer. Da habe ich falsch vorgehalten. Alles richtig gemacht. Ach, du Kacke. Nein, den habe ich nicht gesehen. Oh, shit. Kratos tot. Boom. Lebt noch. Alles schick. Wo kommt denn die Monty auf einmal her? War die ganze Zeit schon da? Gottes Willen. Hey, Monty. Die Smolensk lebt immer noch. Das ist so ein Müllschiff. Au, 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 au. Das tat weh, Monty, das tat weh. Das tat richtig, richtig. U-Boot Kacke ist hier auch. Oh, ich komme da gleich an. 5 Kilometer Anti-U-Boot. Absolut final. Die können sowas von ins Spiel kommen. Das ist sowas von final mit den U-Booten, Alter. Selten war sowas final Countdown, Alter. Das ist der Hammer. Eher Final Destination, ne? Passt wohl eher. 5 Kilometer. Wie soll ich ihn damit erschrecken? What a joke. What a joke. Der war nicht mal gut.
Schlechter Joke. Udring! Ja, normalerweise wäre ich jetzt hinterhergefahren, wäre durch die Uderloy wahrscheinlich sogar krepiert. U-Boot hat mir wieder gerade einen Arsch gerettet. U-Boote? Ja, U-Boote. Die gibt's neuerdings hier. Die sind feine und sind bald im Spiel zu erforschen. Wargaming ist sehr zufrieden. Sehr zufrieden. So zufrieden, dass er bald kommt. Und dann haben wir die in jeder verkackten Runde dabei. Wuhu! Freude, Freude. So, da fährt die Monty. Heilung wieder an. Kann man den Job auch brennen? Weil ich hier gerade beschossen werde und ich brenne einfach nicht. Viele Kreuzer sind noch beschissener dran. Ja, ist auch so. Zerstörer doch auch. Was willst du machen als Zerstörer? 6 Kilometer vor dir ist ein U-Boot, so. Der pinkt da wild rum, spottet durch Periskoptiefe. Hat einen Tarnwert von 2 Kilometer. Was willst du denn da machen? Ranfahren? Wasserbomben nutzen? Dann siehst du nicht mal, wo die Scheiße rausgeworfen wird. Manche Ds hauen das vorne raus, manche links, rechts, manche einer hinten. Manche gar nicht. Da fährst du ja bloß an den Kopf. Da fährst du dir doch bloß an den Kopf. Plum, plum. Seite weg, sondern aufs U-Boot scheißen. So wird es nämlich auch. Du, das ist das Beste, was du machen kannst. Du weißt, auf deiner Seite ist ein U-Boot scheiße wegfahren. Kannst du halt nicht kontern. Du hast halt nichts. Guck mal, das ist die U-Boot scheiße schon wieder. Ach, guck mal, ich komm ran. Geil. Geil. Torpedos. Kann ich jetzt meine geile Anti-U-Boot-Bewaffnung nutzen? So, Ping ist aus. Jetzt ziehen sich einen Torch. Treffen jetzt nicht mehr. Mein Glück. Torpedos behind. Ja, ich habe ihn getroffen. Torpedos on the right. Geil! Torpedos ahead of us. Repairs oh Mann. Bisschen etwa hätte gereicht, um meine gesamte Jombar zu töten. Fast. Bisschen hätte vielleicht gefehlt. 6 Torps, 18.000. Hey, noch 9.000 Leben vielleicht knapp gehabt. Dennoch Wassereinbruch, Ruder kaputt und. Wäre bestimmt alles hier noch so gekommen. Sekundäre, sekundäre. Plinkplong. Ihr plinkplonkt nichts. Aua, aua. Es tut bloß alles abartig weh und ich kann nichts machen. Plinkplong wäre so toll gewesen. So, mal schnell ein bisschen Damage drücken, bevor wir tot sind. Hauptbatterien nachladen, muss man nochmal durchdrücken. Bom, bom. Nächste Salve müssen. Ja, wobei wir heilen. Der brennt auch nicht, ne? Wir heilen gerade relativ viel. Na, Black, eine Deto. Echt jetzt? Das ist schon mal passiert, als wir dich mitgenommen haben. Kauf dir mal dieses Kack-Dedo-Signal, Mann. Schwimmst doch in Credits. Gönn das ruhig mal deinem Schlachtschiff. Torpedos right behind us. 2 Monaten die erste Dedo. Ja, siehste. Und schon verlieren wir die Runde wegen dir. Torpedos ganz right toll. Us. Da war die U-Boot-Kacke. Ich hab's genau gesehen. Hier irgendwo. Bam, bam. Torpedos raus mit Dinger. Right behind us. Raus die Dinger. Oh, er schießt ihn mir auf. Torpedos behind. Ist interessant. Ich liebe auf die Puerto Rico. Da ist der schon. Sein Gewobbel war da und das U-Boot fährt da. Mein Humor. Genau mein Humor. Finde ich cool. Finde ich gut. Finde ich richtig knorke. U-Boot down. Sehr schön. Och, Nummer 7000 gemacht. Oh Mann, sei mal nicht so pingelig gerade, du wirst ja kaum von Tops erwischt. Ja, ja. Boah, 1,3 Millionen Credits. Nice. 146.000 Damage. Alter. Gar nicht auf den Schaden geguckt. Lief so gut eben. Nicht mal mitgekriegt. Geil, das sind die besten Runden. Ach, die Jobane macht schon Laune. Ein viel zu gutes Schiff. Kann man leider nicht anders sagen. Viel zu gut. Glück. Belohnung. Wuhu. Alles noch DDs? Alles noch. Oh Gott, wie viele DDs ich allein habe. Abholen. Ja, damit. Hast du die Briten am Melboros spaßig? Echt? Die findest du lustig? 7 Tage Premium. Yes. Wo auch immer der Supercontainer jetzt herkam. Egal. Wir freuen uns. Ah. Ich meine, weil es so lustig war. Steht da, ich muss sie eh noch spielen.
Ah, gut, wenn ihr es unbedingt wollt, den spießt ihr halt nochmal. Ich habe so ein Blödsinn hier gemacht. Warum habe ich die Sekundäre hier? Der passt. Ahnung ist okay. Boni sieht fast gut aus. Das bleibt, das bleibt. So. Jetzt mit dabei. Alkarinka und der Pixel Paul. Wuhu. B steht für besser. B steht für besser. B steht für Big Black Chip. Dieses Schiff hier, meine Freunde, wenn Black Friday wieder ist, könnt ihr euch rein theoretisch holen. In letzten Jahren war es so, dass man ein so Gesamtpaket kaufen konnte. Die neuesten Schiffe konntest du auch so viel Geld kaufen, dass anderen bloß über Gamblen, über Glücksspielende Container oder kaufst du ein Gesamtpaket mit allen Black-Schiffen. Aber wer ein bisschen gamblen möchte, ein bisschen zu viel Geld hat, der kann es ruhig mal versuchen, die Jobbar zu kriegen. Wird eine der wenigen Chancen sein, die überhaupt noch zu kriegen. Die ist einfach bloß geil. Öde Kraut das Detosignal drin. Immer beim Schlachtschiff, immer. Ich hab so oft den Krom schon detonieren sehen mit seinem Schlachtschiff. Auch wenn's, was heißt oft? Aber ich sag mal, in den Jahren waren es vielleicht 5-6 Mal so, was wir auch in den Videos immer aufgenommen hatten. Und ich will nicht die Situation erleben, dass ich auf 75% runter bin und dann irgendwo langeier und dann, bloß weil ich zu faul bin, dieses scheiß Detosignal oder weil ich zu knauserig bin in den Credits, dann verliere ich 75% von meinem Schiff, bin einfach tot. Am besten noch durch so ein U-Boot-Torp. Nee, also ganz ehrlich. Klar kosten die ein bisschen Geld, aber alle, die ein Premium-Schiff mindestens einem Hafen haben, die Ausrede braucht ihr nicht bringen. Bleibt mir da die Nerven kitzeln? Nein, danke. Ich habe mir letztes Jahr auch sofort gekauft, als Black-Version im Angebot war. Super geiles Schiff. Oh ja. We must be free. Oh ja. Not because we claim freedom, but because we practice it. Specht. Vielen Dank für den Sub, 7 Monate. Viele aus dem hohen Norden. Grüße zurück. Dankeschön. Dahl XP, 3 Monate schon. Chris Martin, ich wünsche schon. Merci nochmal. Dankeschön. Manchmal bin ich echt überrascht, wenn ich mit meinen Fliegertops ein Schiff von 0 auf 100 setze wegen Detonation. Ja. Das passiert doch recht oft. Ich meine, heute haben wir beim Black eine Deto gesehen. In der anderen Runde von hatten wir auch schon eine Deto. Da war das auch ein Schlachtschiff. Bloß weil es euch jetzt selber vielleicht nicht so oft passiert, ist es aber trotzdem allgegenwärtig. Das kann so eine Runde schon mal entscheiden. Ich weiß noch genau, wie wir vor 2, 3, 4 Jahren mal eine Runde hatten, wo das super spannend war. Krom hatte noch fast volles Leben. Damals war noch Deto über 75%. Ein Torp kam, den hat er gefressen. Bumm, tot. War sofort weg. Da war die Runde dann auch gelaufen. Nahezu volle Izumo mit einem Torpedo weggeballert. Satsuma ohne Deto ist super. Die Tage ist in meinem Team krepiert. Ja, so ein Superschiff, die sind so super, die brauchen das gar nicht. Wer braucht das schon? Bin noch nie detoniert, auch ohne Signal. Mod 1 reicht. Joa, Kokos. Joa, das sagst du so lange, bis du erstmal detoniert bist. Denn sieht schon anders aus. Das geht schneller, als du gucken kannst. So, fahren wir noch hierher? Ja, drüben ist bloß ein Schlachtschiff. Ich hätte mal rüberfahren sollen. Ich habe gerade gepennt, das war doof. Ich hätte mal nach links abzweigen müssen. Weil die Seite mit der Jean-Barber so geil zu spielen ist. Das war gerade nicht mehr Absicht. Das passiert, wenn man nicht auf die Karte guckt. 4 Schlachtschiffe jetzt bei uns hier auf der Seite. Das ist nicht förderlich. Aber mal gucken. Was wünschst du dir gleich in der Divi? Kreuz oder BB? Weil Zora spielt das, womit du richtig Bock hast. Da ist es mir völlig Latte. Wenn du Zerstörer extrem gut beherrschst, dann bitte Zerstörer. Das ist eh der Beste, was so eine Divi haben kann. Ein so ein richtig gut gespielter Zerstörer, wie unser Nere das immer macht. Und auf seinen Schultern läuft die ganze Runde manchmal. Ob ich da nur stehe und mitballer oder nicht, macht da überhaupt keinen Unterschied. So, die Scorn-Treffen, wobei die Hasianian. Die treffen wir, glaube ich, sowieso nicht. Einmal testen. So, stehen bleiben. Kann ich hier rüber? Kann ich sogar rüberkommen. Einmal Ausfälle, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Danke, Spiel. Ich freue mich sehr. Das ist genau das, was ich unbedingt... der fährt rückwärts. Na, scheiße! Ich dachte, er täuscht an und fährt wieder vorwärts. Fährt er echt rückwärts daran? Oh. Bin verschwendet. Das hat sich ja richtig gelohnt mit dem Autobatterie-Nachladebooster. Du.
The Rogue is down. Voll weggetorbt. Ja, stand da auch an der Todeskurve, stand er. Oder an der Todesküste. Was hier manchmal kommt, gerade wenn die DDs hier aus und schon rumfahren und von der Seite torben. Eine ekelhafte Ecke. Könnte Wargaming auch ruhig mal ein bisschen entschärfen. Könnten sie mal ein bisschen chilliger machen da drüben. Hier noch so eine Insel, hier auf der Seite, irgendwo da drin, mittendrin platziert. Das wär schon so geil. Das würden viele, glaube ich, sehr begrüßen. Karte macht vieles an der Ecke, aber keinen Spaß. Ach komm, und er brennt auch nicht nochmal. Runde ist gelaufen. Die Runde ist gelaufen. So, Johanna wird noch nicht anklicken, damit er noch gar nicht alarmiert ist. Und Aufschaltung war da, das war falsch. Und jetzt. Und gib ihm. Hallöchen, Johanna wird. Und klatsch. AP funktioniert auch. Nie stupide bloß einen Emulsionsarzt nutzen. Nie bloß immer bloß HE spielen. Oh, HE funktioniert so gut, ich nehme nur HE. Bam, dann hast du so eine geilen Salven halt nicht hier. Ja, guck mal, die Ria kennt eine Position. Wenn du da stehst, kannst du nicht getroffen werden. Hab ich gehört. Hat mal so ein geiler Streamer gesagt. Ah, schade. Keine Triple D, du. Lol, bin in der Runde. Gektosch, dann spiel vernünftig. Bist du bei uns im Team oder bei den Gegnern? Wenn du bei den Gegnern bist, dann bitte stream den bei aus. Oder wenigstens lautlos. Nicht raufgucken, whatever. Wenn anhören kannst du es hier, aber dann bitte nicht raufgucken. Cruiser in view. Idee vor dir. Joa, kann ich nicht ändern. Das kann ich nicht ändern. Passt schon. Ich hatte schon schlimmere Sachen direkt vor mir. Erika! Weg! Enemy Cruiser is sinking quickly. Boom! Warum fahre ich nochmal andere Schiffe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, drüben bricht jetzt aber zusammen. Das sieht gar nicht gut aus. Ich meine, wir haben noch eine Alaska da. Die Marlboro ist da, die Veneto ist da. Unangenehm. Honda und shit. Alaska hat noch ein bisschen Leben. Und der zeigt voll Breitseite. Muss sein, dass der gleich tot ist. Ah. Hauptbatterie-Nachladebooster. Brauche ich den überhaupt noch? Doch, den brauchen wir noch. Schnell, Johanne weg. Johanne weg, ja. Johanne Witt. Dreh weg, wollte ich sagen. Schnell. Drei Salven in 30 Sekunden. This is balanced. Bam, 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 bam. Johanne weg. Bams! Ach komm, 5-7. Bin ich alleine? Was ist hier los? Alkarinka, komm, schieß, schieß, schieß. Mach tot das da. Mach tot das da. Oh, der ist sich festgefahren? Nee, ist stehen geblieben. Warum ist er jetzt stehen geblieben? Oh, Motorboost. Ah! Schnell seinen Drop ausweichen. Und wie weit er ihn nach vorne gekloppt hat. Ja, er hat ihn hinter mir rausgehauen. Aha. Was ist denn hier? Ein und die Jaws sind hier drin. Und ihr her. Mal einlenken, Schiff. Kannst du mal Dollar da so maximal einlenken. Schön. Dankeschön. Nee, das passt vom Winkel her nicht. Oh, das ist ja noch beschissener. Wo sind jetzt zwei DDs? Einer ist dahinter. Oh, Schiff, Alter. Move, move, move. Move. Eins. Das dürfte ordentlich reinhauen. Ups, drei bloß. Shit. Zu wenig, zu wenig. Ah. Ah, ah, ah. Bin ich gerade in einer sehr misslichen Lage, muss ich leider sagen. Okay, er hat's verkackt. So, wo ist er? Schieß nochmal. Schieß doch nochmal, Mann. Da ist er. Sehr missliche Lage.
Nee, der wird nichts. Wir rammen uns. Ist egal. Hauptsache, der ist raus. Oder? 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 Nein, wir rammen uns doch nicht. Easy. Millimeterarbeit, mein Freund. Millimeterarbeit. Tschüss, Gorn. Ach komm. Down. Schön. Da. Komm her, Kack-Didi. Jobar-Style. Das ist die Jobar, meine Freunde. Au. Und Schutz ist aus. Und Wassereinbruch. Ah, natürlich Wassereinbruch. Eine Sekunde. Eine Sekunde länger den Scheiß, ey. Das wird doch... Oh. Wow. Noch ein Brand. Das ist doch unangenehm. Aber ist auch klar, eine völlig überpowerte Ibuki in der Seite drin. Was willst du machen? Was willst du machen gegen diese scheiß starke Ibuki? Mann, du stirb doch mal. Torpedos on the left. Mach's doch nicht so kompliziert. Geht doch. Meine Fresse. Destroyer, destroyed, meine Freunde. Destroyer, destroyed. Uiuiui. Nicht abfackeln, nicht abfackeln, nicht abfackeln, nicht abfackeln. Fuck! Die Bookie, Alter, das kriegst du zurück. Bam! Weg! Fuck! 20 Sekunden. Ich kann gleich löschen. Oh. Ich kann gleich löschen. Lebt noch, 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 lebt noch. Ah! Schon wieder spotted. Warum denn jetzt schon wieder? Kann ich schießen? Kann ich schießen? Wer? Wo? Was? Das will die Yukikaze jetzt auch noch sein. Auch noch die Yukikaze irgendwo. Okay, mal ganz schnell heilen. 40 Sekunden. Da, an der Ecke. Repairs complete. Ach du Kacke. Yes. Die Ecke. Bist du ganz sicher? Hundertprozentig. Vertrau dir jetzt. Wie hier von Darkomis Tops. Da ist er tatsächlich. Boah, Alter. Geile Ansage. Merci dafür. Und boom, Junge. 8000. Nein. Hätte er klappen können. Aber geile Salve. Oh, Alter. Ah, Monster. Es ist einfach nur ein Monster, das Schiff. Es ist einfach nur ein Monster. Ich habe die früher immer stupide auf AP gespielt. Ich weiß auch nicht, warum. Mit HI, ich konnte mich da nie so, HI, ich konnte mich nicht so richtig anfreunden. Aber dieser Mix aus beiden zusammen, es ist einfach was geil. Das hat mich die Mecklenburg gelehrt. Die ist ja nur der Inbegriff von dem wirklich, dass du mit beiden Munitionsarten perfekt spielst. Und ganz viel Spaß in den Runden dadurch haben kannst. Mensch, schieß doch einfach! Junge, der hat so wenig Leben. Jetzt geht die Topseite daneben. Oh, 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 oh. Na, wobei der eine. Oh, hat er noch. Oh, schön. Natürlich, Hipper. 88 Leben hattest du noch. Hm, natürlich. Schön. Pikas hat Kraken freigelassen. Oh, 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 mal loben. Den loben wir mal. Eine Bereicherung dieser Runde. Bis. Hat uns gar nicht abgesoffen, wir hatten nur vorübergehend die Wasseroberfläche verlassen. Korrekt, ich spiele zu U-Boot. Eieieiei. Heftig. Dave Reed hat sich frostige Tanne gewünscht. Ich schicke mal nochmal Replays ein, hatte gerade eine 3 Minuten 44 Runde. Was? Größere Allzeit, sollte Komma eigentlich sein, ne? Saitlets, das schickst du mir auf Discord, mir als Privatnachricht. Kannst du mir da gerne schicken. Screenshots von der Endauswertung nicht vergessen. Wie viel kostet letzte Jahre das Gesamtpaket mit den Black-Schiffen? Keine Ahnung. Guck doch einfach mal auf der Seite. Gib einfach mal Black-Schiffe ein, Wargaming. Ist wahrscheinlich die News-Portal-Seite vom letzten Jahr noch da. Geile Runde. 2 Millionen Credits. Alter Schwede. Holy shit. 2700 Grundipi. Ey, das ist so strunzen, einfach mit diesem Schiff so eine Werte zu erspielen. Es ist einfach nur dämlich. Die gehört seit eh und je genervt. Das ist so krank. Dieser Hauptbatterie-Nachladebooster. In 30 Sekunden kloppe ich dir 3 komplette Salven durch. In 30 Sekunden. Alle 10 Sekunden kriegst du da was. Du hast gar keine Chance, mal Breitseite zu zeigen. Durch das nicht ganz so hohe Kaliber bist du perfekt gegen Kreuzer. Schlachtschiffe, die Breitseite drückst du ja auch so viel. Wir haben hier die 380er verbaut. Es ist Wahnsinn. Darum, meine Freunde, euch sei gesagt, ey,
Klick. Euch sei gesagt, wenn Black Friday kommt und ihr wollt vielleicht mal drüber nachdenken, Geld auszugeben, macht es nicht, wenn ihr es nicht habt. Habt ihr das Geld über? Solltet ihr schon mal wiederkommen, ist wirklich eins der Hauptschiffe, die man sich da holen sollte. Für Schlachtschifffahrer das Hauptschiff schlechthin. Für alle anderen, die gerne aus was Ähnliches spielen, denn die Alaska Black natürlich auch noch. Ne? Aber die Jobar, die schießt hier echt völligen Vogel ab. Es ist irre. Ihr habt gerade gesehen, wie easy peasy ich gerade hier wirklich aus dem Handgelenk das geschüttelt habe. Und ich bin die ewig nicht gefahren, das musst du dir mal vorstellen. But I wish I spoke German. Love the channel. Captain Wilkins, I love you too. So, holen wir noch die Belohnung ab. Ganz viele DD-Belohnungen hier damit. Klick. Und dann alles öffnen. Naja, ein paar Boni nehmen wir mit. Kann man nie genug von haben. Meine Freunde, unser Jean-Bart-Special ist damit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren. Dann sehen wir uns schon bald wieder in der nächsten Folge hier bei Team Krado. Haut rein.